So, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft zu einem neuen Texturenpaket, nämlich Chroma Hillspin und Shells und ein paar neuen Mods, die ich jetzt hier leider nicht präsentieren kann, obwohl doch hier. Und zwar haben wir hier den Shader Mod Ultra drin. Das seht man hier, die Shader leuchten so schön, das finde ich voll cool in dem Dunkeln. Hier, wenn man rausgeht, extremst hell, blendend. Nachts dafür sehr dunkel, realistic water hier ein bisschen. Unten wird es dann echt dunkel hier. Pass auf, jetzt gehen wir noch weiter runter. Und gleich dürfen wir eigentlich gar nichts mehr sehen, oder? Oh doch, man sieht noch ganz gut. Das finde ich toll. Ich glaube, bei Nacht wird das noch richtig abartig. Natürlich in Minen sehr viel ausleuchten, ist aber nicht so das Schlimme. Ich glaube, das werden wir hinhauen und dann stellen wir hier auf normal. Ich habe nämlich gerade echt lange für etwas Gutes gebraucht. Den Enchant Plus Mod habe ich glaube ich noch nicht drin. Den werde ich noch demnächst hinzufügen. Und zwar habe ich diese Mods über etwas Cooles hinzugefügt, oder? Nee, habe ich nicht. Tut mir leider. Soll ich aber den hinzufügen? Schreibt es einfach für die nächste Folge in die Kommentare. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und heute muss ich echt einen Aufnahmemarathon eigentlich machen. Ja, hier ist unser Haus, was ich angekündigt hatte, dass ich bauen werde. Hier mit neuem Boden und so. Boden schon verlegt, Tür drinnen. Was da nur noch draus werden soll, das müsst ihr mir schreiben. Mein Haus hier, Eichendach, Eichenwand, Schwarzeichensäulen. Dann hier mit Schwarzeichenholz und Steinziegeln und Fichten, Birkenholz. Und dann hier halt Optifine leider nicht dabei. Ich werde natürlich mal gucken, dass ich den noch hinzufüge, damit das Papier da mit dem Glas ein bisschen besser aussieht. Das müssen wir auf jeden Fall hier noch fertig bauen, unsere Kakteenfarm. Hier diese Farm voll für den Arsch, werde ich einfach mit Hand jedes Mal abbauen, würde ich sagen. Da müssen wir eigentlich viel, viel mehr Zeit sparen. Ja, wobei, Gras abbauen bringt es nicht. So, und dann werden wir mal gucken. Machen wir uns doch gerade hier den Goldbarren aus dem Scheiß. Ja, hier ist vieles noch nicht hinzugepatcht. Ich habe das, glaube ich, mal eine Zeit benutzt. Aber ich hoffe, ihr klickt deswegen hier nicht weg, nur weil euch dieses Texturenpaket oder so nicht gefällt. Einfach nur mit Zweck sieht das dann richtig bescheuert aus, muss man sagen. Und dann hatte ich mir überlegt, bestimmt ein passendes Texturenpaket hast du auf jeden Fall, ey. Und dann probieren wir es aus. Und ja, Chroma Hills fand ich am schönsten dafür. Und das Gute ist, wir haben auch Tree Capitator drin. Würde ich gerne hier präsentieren, aber wenn ich den da abbaue, dann fällt hier alles runter. Und das wäre nicht so toll. Ich glaube, das wollen wir hier auch nicht. Und irgendwie ist der Spieß dann extrem hoch. Okay. Oh, und dann erleben wir hier wieder unseren Minecraft-Bug, würde ich sagen. Ah, nee, doch nicht. Okay, okay. Die Playlist funktioniert. Okay, okay, okay. Aber trotzdem viel zu laut. Viel zu laut. Ne, Moment, ich nehme lieber den Stack mit und mache den 34 wieder in die Kiste. Hier haben wir noch unsere Effizienz 4, Behutsamkeit 1, Scherer. Gut, hier ist vieles wirklich noch nicht hinzugepatcht. Ich werde das natürlich nach Möglichkeit noch ändern. Ich hoffe, ich merke es mir. Ja. Ja, Glowstone haben wir auch gefarmt da. Glowstone. Und zwar kann man das auch mit Redstone machen und dann so eine Fackel dran. Das will ich jetzt nicht unbedingt machen. Und zwar wollte ich mir dann so Säulen machen. Ich gucke mal, ob ich gerade zwei habe. Und dann so einen Weg gestalten, der wohl zwei breit wird. Doch, zwei breit hier jedes Mal. Dann hier, wie groß der Eingang? 1, 2, 3, 4, 5. Nee, dann machen wir ihn 3 breit und dann reiße ich hier die Tür ein. Gerade das Holz holen gehen dafür. Dann bauen wir den Weg immer wieder 3 breit. Ach kacke, nicht. Also da haben wir noch Eichenholz. So, es kann sein, dass es ein bisschen hier laggt, dann tut es mir aber auch sehr, sehr leid. FPS-mäßig steht das hier überhaupt nicht gut. Nur 22, 20. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, schnelles Drehen. Normalerweise müsste ich hier 60 haben. Da müssen wir gerade kurz in hier hineingucken. 3D-Effekt natürlich aus. 16 Chance. Schauen wir das mal runter auf 12. Dann müsste es schon ein bisschen besser laufen. Und tut es auch, oder? So, jetzt könnt ihr jetzt bei euch ein bisschen denken, dann würde es mir aber auch leid tun.
So, noch ein bisschen schneller. Okay, bleib bei 30, so 29 rum, okay. Ist dann auch keine Tragödie hier. Eine Tür finde ich jetzt lang doch mal. Ich baue auch in mein Haus, echtes Haus hier auch nur eine Eisentür hinein. Ich will auch drei bauen, ne? Warum nicht? Einfach Spaß. Ja, womit bauen wir uns dann den Weg? Das habe ich mir jetzt auch schon überlegt. Und zwar, ich könnte ihn mit Holz bauen. Also mit normalem Schwarzeichenholz. Probiere ich mal gerade aus, wie das dann so aussehen würde. Hier so über Eck. Ne, das sieht irgendwie kacke aus. Ja, da muss ich mir gerade überlegen, womit ich den Weg baue, weil ich glaube, Kies sieht nicht so gut aus dafür. Das würde nicht gut aussehen. Erde natürlich nicht. Ja, wobei, mal Erde ausprobieren, ne? Wenn das mal wieder Gras ist, dann gucken wir mal, wo der Weg ist. Okay, mein Inventar war gerade voll. Und ich mülle es mir selber nochmal zu. Nein, die Axt brauche ich ja. Nein, die brauche ich ja nicht. So. Muss man die ganzen Kabels ablegen. Ja, also tut mir leid, wenn es in der Folge leckt. Ich werde es versuchen zu beheben. Nehme ich den Shader ein bisschen umändern oder sowas. Ja, das werde ich jetzt noch hier ein bisschen machen. Dann seht ihr auch hier. Alt Lighting. Ja, da kann man nichts umändern eigentlich. Ich könnte nur auf None drücken, aber dann funktioniert der glaube ich nicht mehr so gut. Oder? Drücken wir mal hier auf None. Da funktioniert der nämlich nicht. What the fuck? Okay, okay, okay. Da wurde ich gerade aus dem Spiel geswitcht. Tut mir leid. Dann. Genau, dann ist er nämlich nicht mehr aktiv. Und dann gucken wir uns auf FF. Ja, ja, okay, okay, okay. Es liegt am Shader. Okay. Aber normalerweise sind bei YouTube die Videos eh alle auf 30 FPS runtergeschraubt, also scheiß drauf. Wir sagen, ach klar, da bildet sich schon Erde. Ich überlege gerade wirklich, aus was ich den Weg bauen soll. Ja, ne, Eisschnäuze haben wir auch unser Haus gebaut. Wie würde Sandstein denn so als Weg aussehen? Ey, das hier geht gar nicht. Das sind meine Kartoffeln. Das sind meine offenen Kartoffeln. Unnützes Zeug. Wie würde sich denn Kiesalz Weg machen? Ne, das gefällt mir nicht. Also wenn ich ehrlich bin, Kies möchte ich nicht. So, weiter gucken. Normalen Stone, den können wir jetzt auch mittlerweile ausprobieren. Ja, Stone, da wäre ich eher für. Dann holen wir so ein paar Schaufeln. Tun wir noch ein paar Stacks in den Ofen. Zwei Stacks sollten reichen, würde ich sagen. Ja, hol mir echt noch Steine ins Inventar. Dabei habe ich noch einfach nur unnötig viel. Okay, da hätten wir schon mal Platz für einen ganzen Stack. Wo noch? Okay, da hätten wir eine Kohle. Die mache ich dann einfach hier rein. Dann machen wir da den Stack rein. Und wir haben, glaube ich, echt keine Kohle mehr. Ne. Nope, haben wir nicht. Das heißt, irgendwann, also demnächst wird auf jeden Fall noch eine Minentour folgen. Nicht in dieser Folge, auf jeden Fall nicht. Denn in dieser Folge haben wir Besseres zu tun. Wo ist denn jetzt mein Schaufel? Ich weiß, davor war da einer, aber die ist schon fast ganz kaputt. Die möchte ich dann dafür nicht benutzen. Erstmal die Steine weg. So wie es sich gehört. So, die Wege natürlich immer wieder aufs Neue ziehen. Ah, komm, machen wir uns gleich zwei neue Schaufeln. Ich hoffe nur, dass der Mineingang uns nicht stört. Wie gesagt, drei breit machen wir den Weg hier. Oh ja, haben wir Ausgrabungsprobleme schon jetzt. Ne, Moment, das ist ja falsch, das muss ja zu sein. Aber es ist ein bisschen schwer hier mit nur 30 FPS zu spielen, ist aber auch mal hier eine Herausforderung, gegen Monster zu kämpfen, die mit 30 FPS, aber ist ja nicht so schwer. Oder nicht so schlimm, nennen wir es so. Das Spiel steht auf normal, oder? Ja, ich habe schon gedacht, ich hätte es noch easy gespielt. Mich doch am Sack, ey.
Warum habe ich die Löcher nur so scheiße gestopft? Sondern kleiden wir das da mal mit Steinen aus. So, in dem Lager haben wir auf jeden Fall noch Steine. Also ich sehe schon, das wird echt viel. Oder haben wir jetzt mit Steinstufen an? Kann ich gucken, ob dasselbe ist oder nicht? Ne, es ist nicht dasselbe. Aber da sind auch diese Risse dazwischen, wenn man drauf guckt, oder? Ja, aber hier nicht. Was macht das dann so cool da zum als Weg? Ja, dann ziehen wir hier noch einen Weg. Natürlich auch zu den Tieren, wie immer. So wie es sich gehört, und zu der Farm. Okay, dann ziehen wir hier jetzt einfach nur eine Linie erstmal. Die ziehe ich dann komplett nach, mit drei Linien. Also noch zwei danach. What the fuck, ey, wie viel FPS habe ich denn hier noch? 20! Jo, schreibt mir einfach dann in die Kommentare, ob ich ihn deaktivieren soll oder nicht. Ey, das ist schon zu breit. Ich überlege gerade, ob ich nicht vielleicht doch noch ein bisschen mehr in den Ofen klatschen sollte. Nee, wobei, es müsste erstmal lang, einfach nur um meine Hauptgebäude so zu verbinden. Das ist jetzt wie bei Benny. Die Straßen werden wir schneller. Außerdem will ich Straßen auch, um Laternen zu platzieren. Um das natürlich schöner aussehen zu lassen. Damit das dann nicht so hässlich aussieht, sondern wirklich cool aussieht. Ja, das ist ja voll cool hier, ja. So, machen wir es ein bisschen schöner. Ja, sollte erstmal ein bisschen kommen. Danke. Mal gucken, wie das da dann aussieht hier. Ob das eher aussieht. Und dann da noch, oder? Ja, das sollte ein bisschen schön aussehen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es findet, ja. Also, ihr dürft immer noch Besserungsvorschläge reinschreiben. Das heißt also, ich lese eure Kommentare, ja, so wie ich es einmal beim Joe Silver IP mache. Ich schreibe ihn rein, er liest sie, beantwortet dann, was er davon hält und sowas. Und das finde ich echt cool von ihm und er auch cool von mir und er erwähnt mich auch und so mache ich es dann auch mit euch, denn ich habe nämlich kein Problem damit. Also ja, ihr müsst natürlich reinschreiben, ob ich euch erwähnen soll, aber ich glaube, habt ihr auch kein Problem damit, weil wenn doch, dann ist es irgendwie komisch, weil ihr schreibt mir dann in die Kommentare, aber möchtet nicht, dass ich erwähne, wer es mir geschrieben hat. Ja, also eigentlich macht das da jeder YouTuber, deswegen, wenn ihr rumheulen wollt, von mir aus, also ich habe kein Problem mit, wenn dann plötzlich steht, du hast ihn aber öffentlich erwähnt, aber ich bedanke mich öffentlich im Internet bei einem gegen einen Kommentar und soll dafür angezeigt werden. Deswegen, das finde ich ein bisschen komisch. Deswegen, also wenn ihr sowas nicht wollt, dann weiß ich ja nicht. Aber ich fände es nicht schlimm, wenn ich einer nicht. Ich könnte auch Pizza mit reinschreiben. Besserungsvorschläge über The Forest. Oh nein. Oh Gott. Ich habe da eine Behutsamkeitsspitze. Nee, diesmal nicht. Mehr. Diesmal nicht. Aber ich habe 4 Glowstone Staub bekommen. Das heißt, ich kann mir ein neues craften. Yay. Yeah. Oder ich hatte schon welche, ist ja egal. Weiß ich jetzt nicht so genau. Jedenfalls brauche ich auf jeden Fall mehr Steine. Kann man schon mittlerweile schlafen gehen? Nein. Ja, schreibt mir das mit dem Shader-Mod in die Kommentare, ob ich ihn anlassen soll oder nicht. Denn wenn nicht, dann werde ich ihn deaktivieren und ganz normal wieder 6 benutzen. Genau das möchte ich, dass ihr sowas macht.
das würde mir weiterhelfen. Wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, macht das doch einfach so und so. Mir würde es sehr gefallen, wenn mal ein paar YouTuber in die Kommentare schreiben, macht doch so und so oder macht das und das. Und ja, es würde mir selber das Leben, also YouTube-Leben, vereinfachen und anderen YouTubern auch. Ihr schreibt ja auch allen YouTubern mal rein, die ihr so persönlich nicht unbedingt kennt, aber naja, wie soll man sagen? Cool, so kann man das farmen. Okay. Ja, dann hat man das auch. Ah ja, genau, ich habe ja Inventory Tweaks, ja, für alle, die das nicht wussten. Ich habe Inventory Tweaks, kann ich mal beweisen. Funktioniert mit allen Slots. Das finde ich cool, mein Inventory Tweaks, dass sowas möglich ist. So, ich hoffe, hier ist jetzt ein Dreierweg möglich. Jawohl. Läuft, DJ, läuft bei mir, dem Ding hier. So, ich hoffe, die Musik ist diesmal nicht wieder lauter, so wie beim letzten Mal, wo ich es vergessen habe, etwas leiser zu stellen. Oder ich hoffe, man hört sie überhaupt nach diesen ganzen Minecraft-Geräuschen hier. So, gehen wir eine Runde schlafen und mein Mund ist langsam trocken vom Schwätzen. Normalerweise kann ich schwätzen wie ein Tier. Bei YouTube geht das überhaupt nicht, ey. Ja, wenn ihr wüsstet, wie ich in der Schule schwätze, ey. Ihr würdet es nämlich nicht aushalten, aber ich mache das auch mit Absicht, um die Lehrer zu ärgern, damit ich immer wieder umdrehen, maulen müssen und dann sitze ich einfach nur ruhig und sage, der quatscht mich die ganze Zeit an und irgendwann schubse ich den dann rum und schrei rum, belästige mich nicht und dann sage ich als Ausrede halt immer, oder er schubst mich und dann sage ich, ja, der schwätzt mich voll, ich schaue mir aufs Maul und ja. So läuft das eben bei uns in der Schule, ne? Man lügt die Lehrer an. Der tut sowas nicht, Leute. Schreibt's in die Kommentare. Ja, jetzt haben wir schon wieder einen unnötigen YouTube-Beitrag. Yay. Ich freue mich. Gut, dass ich eine Effizienzspitzhacke, dass ich eine Gutsamkeitsspitzhacke habe. Ich brauche noch mehr Steine. Haben wir Kalks Inventar? Ne, wir haben unser Inventory geleert. So, einen Stack werde ich noch brennen, auf jeden Fall. Oh Gott, was machen die da schon wieder alle? Ist ja schon wieder langweilig geworden, ne? Ja, ja. Ruhestörung, Anzeige. So, und jo. Ich finde das mit Shader schöner, dieses Texturenpaket. Das macht es auf jeden Fall schöner. Und wären nur diese FPS-Einbrüche nicht. Das ist irgendwie gerade mit fast jedem Modpack bei mir. Ich werde das natürlich gleich mal ohne Aufnahme ausprobieren, wie viel FPS ich dann auch habe. Ohne zu spielen, einfach nur ein bisschen rumrennen. Weil ich habe jetzt hier Stable 20, nicht 30. Und irgendwas habe ich hier an. Ja, 60 FPS bitte. So. Ah, okay. Was da noch ist, Mindmap Stufe, was bringt mir das? Oh Gott, jetzt hab ich Stillstand. Oh Gott. Ja, da haben wir ein bisschen übertrieben. Mit Minecraft, ja. Trotzdem starte ich noch ganz schnell das Spiel. Nein, nicht so. Nicht so. Es muss ja über Crafting Terminal gehen. Minecraft Version 1.7.2 plus Mods.
Ich hoffe, das war das Richtige. Wenn ich ehrlich bin. Könnte nämlich auch das Falsche gewesen sein. Okay, das ist das Richtige, so. Gott. Vollbild. Ab in die Let's Play World. Okay. Das. Ja, Optionen. Sag mal, Alter. Egal, wir beenden jetzt einfach nur hier die Aufnahme. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst nice mal ein Like, Abo da, kommentieren bitte auch nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft von mir, dem Deeponda LP. Hä, wie kriegen wir das denn? Scheiße auf 4, ey. Ja, egal. Haut rein. Tschüss.